Hä? Das sind Zwillinge oder was? Zwillinge! Okay. Heute alles im Zeichen des Zwillings. Ah, das sind perfekte Voraussetzungen. Okay, perfekter wäre es noch, wenn der Kollege mitspielen würde. Aber ich will heute den Assassin extracten. Denn dann habe ich meine Weekly Challenge voll. Ich habe aber ein ganz merkwürdiges Setup. Und zwar zweimal die Caldwell Packs mit Teppichmesser. Aber Fanning. Das heißt, ich kann theoretisch dann im Nahkampf 12 Schuss ganz schnell rausballern. So zumindest die Theorie. Aber auf Distanz bin ich halt nicht so geil. Wobei ich ja schon noch ein paar Headshots mit dem Ding verteilt habe. Auf Distanz. Also mal gucken. Vielleicht wird's was, vielleicht wird's totaler Mist. Das sehen wir dann. Hier ist zumindest schon mal keiner in der Nähe. Und gut, dass ich die Teppichmesser habe. Aber ich hätte mir jetzt auch sparen können. Okay, so das kann man mit den Fuses auch machen. Das wusste ich nicht. Ich schätze, das ist er, der da runtergehupft ist. Ja. Bots. Okay, haben wir schon mal gleich zwei Hinweise. Jetzt müssen wir halt ein bisschen laufen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Was war das da gerade? Das war der. Den kann ich auch gut teppichmessern und dann hässliche Freund auch. Ja, ich hatte ja mal im Livestream diesen etwas mühsamen Kampf gegen einen Jäger mit diesen Klingen hier, der 3, 4 Stiche ausgehalten hat. Aber bei Grunts gegen den Kopf funktioniert das immer noch als One-Shot. Oh. Da kämpft doch jemand. Dahin. Da hüpft er. Ist der Solo? Nein! Komm, schnapp ihn dir, Dicker. Okay. Das hat sich schon mal bewährt. Hinten kommt's hin. Freund. Wo ist mein Freund? Vielleicht rennt er außen rum. Freund ist da irgendwo runtergesprungen, glaube ich. Ist leider auch gerade nicht, wie ich aussehe. Wie gut getarnt ich hier bin. Das ist gut, wenn der Kollege ihn aufschreckt. There's still another one. Das ist natürlich nicht wo. Beide gleichzeitig looten ist Kacke. Und wo? Okay, da war er.
Hä? Das sind Zwillinge oder was? Zwillinge. Okay. Heute alles im Zeichen des Zwillings. Wo hat der sich denn versteckt? Dieser Spitzbube. Okay, auf jeden Fall waren sie vorher bei der Bank. Komm, gib mir nochmal 50. Ja, naja, gut. Haha, aber das macht halt Spaß, das Setup. So viel sei verraten. Lustig. Da kann man sich halt auch mal alleine raustrauen. Na gut, sollte man wahrscheinlich idealerweise nicht. Jetzt machen wir halt beide super viel Krach, wenn wir jetzt beide hier quer übers Wasser. Aber dafür gibt es da eben auch Munition. Und die brauche ich jetzt. Eher nicht, ja, hat er noch keinen Schuss gefeuert, glaube ich. Das scheint jetzt hier Bosskampf zu sein. Ja, und wie gesagt, den Assassin würde ich gerne extracten, aber ich will ihn nicht so gerne killen. Das Gefühl, munitionsmäßig wird das auch knapp mit den Peacemakern. Na gut, der eine passt da oben auf. Ist natürlich grundsätzlich schon mal geschickt. Fuck. Das kann ich alleine ziemlich vergessen. Oh. Deshalb gehe ich lieber noch mal ein bisschen in Deckung. Setze neu an. Oh, shit. Scheint aber noch wer anders zu sein. Ich habe jetzt mal ein bisschen hier in der Deckung des Waldes. Robin Hood, der ich bin. Ja, da ist schon so ein Lucky Headshot. Ist da schon auch drin. Leider aber auf beiden Seiten. Halt mal ein bisschen still. Komm da nochmal hin, da hat er eben gerade wirklich so schön stillgehalten. Jetzt bin ich, glaube ich, zu sichtbar. Wenn ich jetzt hier den Grunt auslöse, ist es halt gleich scheiße. Oh. Da rennt doch wer rum. Frage, kämpft die gegeneinander? Der Kollege ist blöderweise eh raus. Glaub nicht, dass er verbrannt ist. Aber der hat einfach keinen Bock mehr. Schade ist, denn ich kann es jetzt halt schlecht mit Zweien aufnehmen. Kann ich schon, will aber nicht. Okay. Jetzt hier irgendwie abbauen. Nein, will ich nicht.
natürlich auch vermeiden, dass er den wieder hinstellt. Frage ist, komme ich schnell genug? Extra ganz viele von diesen Flashbangs mitgebracht. Will halt nur so weit Abstand nehmen, neu ansetzen, damit ich verhindern kann, dass der seinen Kollegen aufstellt. Aber jetzt hier dieses ganze über Holz gelaufen, das hört er natürlich bis zu sich da rein und wird jetzt losrennen, seinen Kollegen wieder aufstellen. Ich mache gerade hier die Punkte noch mit. Das ist natürlich nicht geschickt ist. Aber ich fürchte, ich werde eh nicht mehr auf Extraction spielen können. Sondern muss jetzt auf Überleben spielen und hier heil wieder rauskommen. Liegt der noch da? Ja, das liegt, da liegt der dann noch, oder? Ja. Wo extracten die denn? Okay, die sind relativ weit weg. Ist halt so blöd, dass der Kollege nicht gewartet hat. Aber gut, vielleicht haben sie den noch angezündet. Ich weiß es jetzt natürlich nicht. Ich guck mal, was passiert, wenn ich da hochsteige. Da liegt er immer noch, ja. Können jetzt hier natürlich auch ewig hocken. Denn da unten kann ich ihn einsehen. Übers Dach kann ich halt nicht. Das macht so Krach. Was hat der andere wohl für eine Waffe gehabt? Ich glaube, eine Armbrust oder sowas. Denn gehört habe ich nichts, aber der wird schon auf mich geschossen haben. Ich halt. Der ist auch noch da drin. Kommt aber von da nicht zu mir aufs Dach. Und jetzt legt er sich doch mit dem Boss an. Einmal kurz beim Boss drin. Vielleicht geht er auch hinten rum raus. Ich hoffe ja doch, dass er jetzt versucht, an seinen Kollegen ranzukommen. Er rennt auf jeden Fall. Oh, das ist bei mir. Ich glaube aber nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Das kommt er wahrscheinlich gleich raus. Oh, okay. Knarre ist auf jeden Fall ganz cool. Wer hätte das gedacht? Was, wen oder was wollte er jetzt anzünden?
Schaffe ich den Sturz da runter? Ja, muss. Also können wir ihn looten, dann noch seinen Kollegen looten. Und dann halte ich mich, glaube ich, lieber ein bisschen zurück, was hier den Boss jetzt angeht. Oder ich gucke halt, was die anderen machen. Was waren denn die anderen? Sind da vielleicht auch immer noch umkämpft? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall mal noch da rein zum Boss. Denn das gibt ja auch noch mal Punkte. Das nehme ich noch mal mit. Wie geht's dem denn? Ah, dem geht's schon nicht mehr so gut. Rennst du? Ja, renn. Ja, komm. Okay. Die Punkte nehme ich dann auch noch mit. Hat aber auch ordentlich Schaden genommen durch die... Wow. Ja, ein bisschen angetan jetzt von der Kombo. Ich dachte, das ist jetzt hier so eine Meme-Runde, aber... So, das ist jetzt der Kollege. Wäre der mal liegen geblieben. Aber gut, was weiß ich. Vielleicht haben sie den angezündet. Man weiß es nicht. Mal kurz gucken. Kommt, haut doch ab. Nein, die hauen nicht ab. Die hauen nicht ab. Dann wäre es aber, glaube ich, auch ungeschickt, da drin zu bleiben. Ich müsste so lange noch irgendwie Sachen auslegen. Ja, kommt. Ich nehme erstmal genug Abstand, dass die, wenn die ankommen mit ihrer Dark Vision, dass sie merken, da ist keiner mehr. Und dann gucke ich aus der Ferne. Wir müssen ja nach da dann wieder. Oder nach da. Das heißt, wenn ich mich in Darrow verstecke, dann bin ich so weit weg, dass sie mich nicht sehen. Ich kann aber sehen, wo sie dann lang wollen. Moment, im Moment sollte ich aber noch weniger Krach machen. Aber auf jeden Fall, wenn sie langsam genug sind, kann ich ja vielleicht gerade noch ab aufnehmen und dann echt sprinten. Aber ich glaube, dafür sind die zu schnell. Was ich natürlich auch machen kann, ist denen so ein paar Warnschüsse vor dem Bug geben, dass die sich einfach so langsam nähern müssen, dass sie, die denken ja auch immer noch im Zweifel, sie haben es hier mit dem Team zu tun. Gut, wenn die mich jetzt hier natürlich wegsnipen, das ist schon gleich vorbei. Da muss ich ihnen eigentlich wirklich entgegengehen. Solange sie da durchs Wasser müssen. Also ungefähr jetzt. Haut ab! Haut ab! Geht woanders hin. So, ihr habt doch schon eine Beute. Und ich kann euch halt sehen. Ihr könnt mich nicht sehen. Gut, wenn jetzt noch ein anderes Team kommt, bin ich halt wirklich im Arsch. Mal ein bisschen Angst machen. Und dann flitzen. Kommt, dann könnt ihr mit einem Bounty, beziehungsweise mit drei Bounties,
Seid ihr doch happy. Ja, kommt. Gebt euch zufrieden. Gieriges Pack. Also, mir geht die Pumpe gerade ganz ordentlich. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen? Das ist vielleicht aber jetzt auch gar nicht so blöd. Deshalb habe ich das... Oh, das ist blöd. Das ist richtig blöd. Das kann ich mir jetzt... Dafür habe ich keine Zeit. Aber dann denken sie vielleicht, das ist noch ein zweites Team, was jetzt von der anderen Seite kommt. Wobei, die hocken halt immer noch da im Wasser. Deshalb gönne ich mir mal kurz diese Minute. Ein paar Sekunden. Sieht immer noch gut aus. Ich drehe mich jetzt auch gar nicht mehr um. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, lauert vorne jemand auf mich. Kann ja nur 150 Meter weiter mit gucken. Lauf, du Hund! Jetzt unterwegs noch Geräusche machen, ja. Ja gut, ist auch mitten auf der Straße laufen, ist auch nicht so gut. Aber das sieht hier doch alles soweit ganz fein aus. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Hier. So. Guck, was das für ein Geräusch war. Jetzt bloß nicht noch verlaufen. Ach, das ist ein Boot da hinten. Ja, es könnte funktionieren. Deshalb vorher noch ein bisschen die Knarre leer schießen. Ach, ganz in der Ecke, ey. Es sieht gut aus, Freunde. Es sieht gut aus, Freunde. Und es tut mir halt wirklich ein bisschen leid um meinen Kollegen. Ich werde mir dann das Video nochmal anschauen müssen, ob der gebrannt hat oder ob der einfach keinen Bock mehr hatte. Aber ich glaube, er hatte einfach keinen Bock mehr. Das ist natürlich ungeschickt. Man sollte wirklich so lange wie es geht halt dann auch noch im Match bleiben. Denn manchmal geht es dann halt auch einfach so aus. Das ist also, was wir heute gelernt haben, hoffentlich. Und was wir noch gelernt haben ist, das ist eine geile Kombo. Zwei Peacemaker. Da kriegt man schon was gekillt mit. Denn Distanz-Headshots sind immer noch drin. Und aus der Nähe tut's auch weh. Schön. Und deshalb auch schönen Dank an Sockenschock, denn ich glaube, er hat mich in unserem letzten Video auf die Idee gebracht, dass man das ja mal so machen könnte, beziehungsweise dass das eben ein valides Setup ist. Und ich muss sagen, hat sich auf jeden Fall beim ersten Test total bewährt. Finde ich gut. Ja, gut, dass hier jetzt auch richtig was zusammengekommen ist an Kohle. Und ach, wie geil, ich habe ja sogar auch den Assassin extracted. Damit habe ich eben auch meine Wochenaufgabe erfüllt. Das ist ja fein. Hier, Weekly Challenge completed. Und ich schaue gerade nochmal, es waren tatsächlich 4 Kills und auch $50 gefunden. Waren zwar alles Level 1er, wie es aussieht, oder Tier 1er, aber sei es drum. Jetzt kann ich hier meine Weekly Challenge abholen. Und das ist ja, meinte auch Sockenschock, die stärkste Armbrust, die es gibt. War es Sockenschock? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder vielleicht war es ja anders. Ja, und 2 geile Pistolen. Und das kann man auch immer noch mitnehmen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Schön, schön. Und jetzt muss ich den auch nur noch einmal killen. Dann mache ich ja noch die Daily Challenge. Mensch, es läuft bei mir.
Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht und ihr fandet es genauso spannend. Dann seid ihr hoffentlich in der nächsten Runde wieder mit dabei. Vielen Dank dafür, ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann, ciao.